Kultur. Drama Graz feiert heute Abend im Grazer Literaturhaus die Premiere seines Singspiels Feminin Maskulin. Nach der Voraufführung bei den Theatertagen in Weißenbach ist das Spiel rund um Bodo Hells Texte zu Geschlechterklischees jetzt auch in der Landeshauptstadt zu sehen. Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Mann und Frau. Bodo Hell nimmt Geschlechterklischees in die Mangel, sprachartistisch und provokant. Wenn man sich mit Bodo Hell auseinandersetzt und seinen Texten, dann stößt man auf einen Privatgelehrten, der die Welt und die Menschen auf dieser Welt sehr genau beobachtet. Wie steht's um den häuslichen Frieden, wenn man fragen darf? Hab dich zwar von Herzen lieb, allein Gelegenheit macht Dieb. Zu Maskulin, Feminin, Feminin, Maskulin muss man nicht viel sagen. Man kann sagen, das Rindvieh, da werden die Frauen alle 21 Tage stierig, ist das richtig? Ja, ja, alle 21 Tage. Und die Ochsen springen, obwohl sie eigentlich gar nichts mehr zu springen hätten. Das wirst du schon noch erfahren. Das Ensemble ist bunt wie Hells Sprachlandschaften. Eine Stimmperformerin, eine Sprachartistin, ein Salzburger Tenor und eine japanische Sopranistin. Sowie Rocksänger Didi Bruckmeier. Ich bin für alles das zuständig, was ein kultivierter Sänger nicht machen sollte, weil es ihn seine Stimme kostet. Mir kostet es sie nicht und ich freue mich sogar drüber. Zu sehen ist Feminin Maskulin bis 6. September im Literaturhaus in Graz.